Willkommen zurück zu Let's Play der Pate. Ja, wir müssen nur noch die Mordaufträge machen. Ich habe mich vor ein paar Tagen hier mal dran gesetzt, die Pickups auf 50% gelevelt. Ja, kann man leveln schon sagen. Und ja, habe ein paar Filmrollen gesammelt, auf dem zweiten Monitor die Karte mit den Filmrollen drauf gehabt. Nicht alle, wir können ja mal kurz gucken, wie viele Pickups ich jetzt insgesamt habe. Da, ich habe insgesamt 16 Filmrollen, reicht ja eigentlich dann. Die Exekutionsweisen habe ich auch alle. Verstecke habe ich alle. Ja, Safes noch ein paar geknackt. Dass es halt auf 50% kommt. Das lasse ich jetzt auch dabei. Und jetzt werden nur noch Mordaufträge gemacht. Dafür fahren wir. Wo fahren wir denn als erstes hin? Ich würde sagen, nach. Erstmal das wegmachen. Wir fahren nach, ja. Nach Hell's Kitchen. Das ist eigentlich der zweite Mordauftragspunkt. Und den mache ich jetzt auch als erstes dann. Danach fahren wir dann nach Clemenza, nach Little Italy. Und dann nach El Neri, nach Midtown. Genauso mache ich's. Danach müssten wir eigentlich eine Einladung zu einem weiteren Treffen bekommen, wo wir dann zum Don von New York werden. Und dann ist es auch erledigt. Dann gucke ich mir hinterher noch die Credits an, sage noch ein bisschen was, wie ich das Spiel fand. Und dann ist das Projekt auch wieder zu Ende. Und zu fast. Wir haben jetzt zu drei, das Ganze zu 83% durchgespielt. Also es ist schon. Ja, man könnte sagen. Relativ gut. Selbst wenn ich jetzt aufhören würde, könnte man sagen, ich habe es schon ausführlich gespielt. Ah, euch gibt's noch? Egal. Wir könnten ja, ich habe ja den Marker auf ein Versteck gelegt, dann können wir uns erstmal noch die Munitionsvorräte wieder auffüllen, ehe wir dann halt die ganzen Mordaufträge von diesem komischen Mann in der Kirche machen. Die meisten Aufträge werden auch, glaube ich, in New Jersey ausgeführt, weil es halt gegen die Strachey-Familie ist. Und ja, dann werden wir diesen Tunnel auch noch häufiger benutzen. Ach ja. So, jetzt sind wir auch in Hell's Kitchen. Jetzt müssen wir nur zur Kirche kommen. Oder erstmal zu dem Häuschen, was uns gehört. So, hier können wir jetzt einfach durchfahren. Uns gehört ja alles. Ich hatte mir eigentlich überlegt, die Filmrollen komplett zu machen, aber nee, irgendwie war es mir dann doch ein bisschen zu bekloppt, weil die wirklich an den ekelhaftesten Orten versteckt sind. Ich habe mir die Karte ja dazu rausgeholt. Und ich glaube, ich so schon. Ja, eine Stunde habe ich sowieso, habe ich auf jeden Fall diese paar Rollen gesucht. Ich habe, glaube ich, über 10 Rollen gesucht und auch gefunden. Also ist schon ein bisschen viel, aber egal. So, eben speichern, Munition auffüllen. Auch wenn ich glaube, alles voll ist. Nee, nicht alles. Okay, ja. Gut, hätten wir auch nicht hier hinfahren brauchen, aber egal. Dann auf zu dem Kerl in der Kirche. Und er wartet ja im Beichtstuhl auf uns, ne? Beichtstuhlkirche, oh, da könnte man jetzt andere Sachen rausschließen, aber wir wollen ja hier nichts. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Wer meine Harry Potter Let's Plays gesehen hat, weiß, was ich so bei solchen, sag ich mal, Kirche, was ich da denken könnte. Kirche, Beichtstuhl, Schrankdienst. Oh Mann. So, jetzt sind wir aber auch da. Jetzt kriegen wir endlich mal unseren ersten Mordauftrag seit langem wieder. Hallo. Die Corleones und ich brauchen wieder einmal deine Hilfe. Was sagst du? Für die Familie tue ich alles. Alles. Wir glauben, dass uns die Stracis in Jersey aus dem Geschäft bomben wollen. Wie es aussieht, steckt Leon Grossi hinter der Sache. Leg sie alle um. Töten Sie Leon Grossi. Leon Grossi ist ein Capo der Stracis. Er hat Ottavianos Geschäft übernommen und beschlossen, die Corleones in Little Italy aus dem Geschäft zu bomben. Schalten Sie den Kerl aus, bevor er einen Bandenkrieg anzettelt. Werfen Sie Leon in den Backofen der Bäckerei. Und jetzt sagt ihr mir mit Sicherheit,
dass ich nach Little Italy muss. Oder nach New Jersey. Der Kerl sagte eigentlich gerade in Jersey. Na, ihr seid doch solche Arschlöcher. Entschuldigung. Das musste jetzt raus. Ah, dann ab hier ins... Ab ins Auto und... Auf nach... Halt, halt, halt. Wir können auch mit Sicherheit da vorne die Abkürzung nehmen. Über die Brücken. Keine Angst, ich lasse die Fußgänger in Ruhe. Na, dann halt jetzt erstmal nach Little Italy. Dann wieder nach Hell's Kitchen zu diesem Mordauftragsmann. Oh Gott, Gott, Gott. Das wird eine Fahrerei. Aber vielleicht lohnt es sich ja. Wenn wir den Kerl in den Ofen schmeißen, dann kriegen wir jetzt einiges an Geld. Was zur... Oh, nee, falsche Richtung. Ja, ich darf hierher. So. Haben wir jetzt eine lange Fahrt vor uns. Ich habe gedacht, die Mordaufträge würde ich richtig schnell hinter der Bühne kriegen. Ne, über die Bühne. Ah, ich komme schon wieder durcheinander ohne Ende. Das ist schrecklich, ist das. Ja, wenn ich nicht weiter weiß, fange ich an zu trallern. So. Was hat der Kerl denn gemacht? Er hat versucht, uns wegzubomben. Das ist in einer Bäckerei. Das fängt ja gut an. Mit Bäckereien habe ich schlechte Erfahrungen in diesem Spiel. Im Notfall knall ich den Kerl einfach ab. Gibt trotzdem Geld. Aber wir müssen ihn eigentlich in den Ofen werfen, um auch noch richtig einen dicken Respektbonus zu bekommen. Ich würde sagen, wir schießen ihm einfach ins Knie. Ja, wir müssen aufpassen, wir haben zu gute Waffen. Wo gibt's eigentlich den Colt? Die bessere Magnum. Ne, hatte den Night Special, glaube ich, oder? Da ist das. Da ist das. Da ist die Toms. Da müsste es. Da oben. Gut. Die holen wir uns, glaube ich, nach 2-3 Mordaufträgen. Müsste. Na, ne, ich weiß nicht. Ich glaube, die kostet auch so 200.000. 200.000 könnte hinkommen. Ach, wir haben ja eh bald wieder Sonntag. Dann gibt es eh wieder Kohle. Noch sind wir in Hell's Kitchen. Nee, dann holen wir uns nach der nächsten Gehaltszahlung den Revolver. Den goldenen Colt. Oder den goldenen Magnum. Ich glaube Python oder wie das Ding heißt. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, das Ding hieß Python. So. Und da sind wir auch wieder in unserem kleinen Italien. Und nach links. Die Lastwagen, müsst ihr jetzt mal drauf achten, sind auch alle schwarz. Also die gehören auch alle uns. Man konnte eigentlich auch so im regulären Spielverlauf Lastwagen überfallen. Aber das macht jetzt auch keinen Sinn mehr. War auch nicht wirklich interessant. Es war auch so ein kleines Minigame. Man hält den Anschießen so lange auf den LKW, bis die Wachen rauskommen. Wenn man die alle erledigt hat, kommt der Fahrer und das ist dann wie, als wenn man ihn erpressen müsste. Der sagt einem dann, wo ein Lagerhaus ist. Und man kriegt so irgendwie $1000 oder so. Nicht so das Wahre. So. Dann... Du wirst dir wünschen, nie geboren worden zu sein. Okay. Ich back dir einen Kuchen mit deinen Fingern als Kerzen. Pass auf, Viechen! Freund. Freund der Sonne. So, mein Freund. Was ist los mit euch, Strachis? Das sagt ausgerechnet ein sizilianischer Ziegenhirte. Sauber. Gib nochmal dick Respekt. Oh, das Respekt sieht man aber nicht wirklich oben. Naja, egal. Und die Strachis mögen uns noch weniger. Egal, auf zurück nach Hell's Kitchen. Hast du das gesehen? Das war's jetzt.
Aber ich glaube, die nächsten, die gehen mehr in Richtung New Jersey. Das war jetzt noch so einer hier in Little Italy. Weil man kriegt diesen Mordauftragsgeber ja auch relativ früh im Spiel. Deswegen, wir machen das jetzt alles zum Schluss, weil es halt Nebenaufgaben sind. Aber wenn ich den Kerl fertig habe, möchte ich mal gucken, wie der Spielfortschritt sich verändert hat. Ich bin mal gespannt, ob wir wirklich so auf 90% müssten wir eigentlich kommen. Am besten wäre ja, das geht auf 100%, weil wir Pickups nicht... Ja, nee, da müssten wir die Pickups auch noch machen. Vielleicht mache ich die Offscreen einfach aus Langeweile. Also hinterher, wenn ich das Projekt selber beendet habe, vielleicht mache ich das noch so nebenher mal. Wenn ich Langeweile... Ja, okay, nee, Zeit dazu habe ich auch nicht die nächsten Tage. Egal, ich lasse das Spiel auf jeden Fall noch auf dem Rechner. Ich habe das nämlich noch nie zu 100% gespielt und es wäre mal eine Überlegung wert. Müsste ich eigentlich nur alle Saves nochmal knacken? Und ich habe, glaube ich, alle Saves in New Jersey nur geknackt, um die 50% noch zu bekommen. Aber finden tue ich die auf jeden Fall alle. Na. Schlimm wird es dann hinterher, wenn ich nicht mehr weiß, wo ich aufgehört habe, Saves zu knacken. Wenn man dann ein Geschäft in dieser ganzen Stadt sucht, wo ein Safe noch fehlt. Ja, könnte ein bisschen ärgerlich sein. Im Endeffekt mache ich es sowieso nicht. Ach ja. Ach ja. So. Diese Fahrerei werden wir jetzt die nächsten 4-5 Parts auf jeden Fall. Tippe ich jetzt einfach mal drauf. Weil das ist jetzt eigentlich, ja, fahren zum Mordauftraggeber hin. Dann sagt er mir, wo das Ziel ist. Wir fahren zum Ziel hin, töten die Person auf die Weise, wie es uns gesagt wird. Naja. Ja, es ist eigentlich auch ein bisschen eintönig, aber immerhin noch so ein kleines bisschen Action. Ich glaube, ich bin jetzt bei Part, lass mich lügen, 50. 49, 50, irgendwie so in dem Dreh müsste das was sein. Weil bis 48 habe ich gerendert, ja. Und dann jetzt diese Aufnahmen noch dabei. Ja, doch, könnte hinkommen. Genau. So müsste er fahren. So. Auf zur Kirche. So. Und dann hier vorne halten. Absicht! So. Dann derselbe Scheiß wie gerade. Hier durch. Du siehst gut aus, mein Freund. Bist du an einem neuen Job interessiert? Dafür bin ich hier. Die Familie kann auf mich zählen. Was soll ich tun? Ich will, dass Oscar Zeffirelli leidet. Ich habe meine Gründe dafür. Töte ihn nicht gleich, sondern lass ihn langsam ausbluten. Wie ein Schwein. Der Bastard hat meine Schwester vergewaltigt. Oh, das ist böse. Oscar Zaffarelli ist ein Capo der Strakis. Das Schwein hat sich an einem 18-jährigen Mädchen vergangen. Er versteckt sie irgendwo in New Jersey. Sobald sie wissen, wo sie Oscar versteckt lassen... Sobald sie wissen, wo sich Oscar versteckt, lassen sie ihn für seine Verbrechen büßen. Schießen sie Oscar zuerst ins Knie, dann in die Schulter und schließlich ins Kinn. Jo, erstmal, ich glaube irgendwie nicht, dass der zu den Corleones gehört, aber okay, da wird im Spiel nicht drauf eingegangen, weil er hier hat kein Logo von den Corleones da oben und er heißt nur der Trojaner. Okay, könnte auch ein kleiner Insider sein, ich habe keinen Schimmer. Wir machen einfach das, was er sagt, gehört nochmal dazu. Ich nehme das Auto mal. Zaffarelli, der ist in New Jersey, ne? Ah, sauber. Das heißt aber, ich muss jetzt hier erstmal den Weg nach New Jersey finden. Okay, das ist eigentlich die zweite durch unsere Lagerhaussperrung dadurch und dann, ja doch, den Rest müsste ich finden. Ja, ja, nimm mich doch mit, du komisches Auto. Sachen gibt's. Das Auto ist auch nicht gerade das Beste. Also da muss ich sagen, das hat die Mafia-Reihe besser gemacht, also die beiden Mafia-Teile. Da war das Fahren deutlich angenehmer. Aber ich habe das auch in der Part 2 nicht mehr so im Kopf. Das werde ich dann erst wieder sehen. Ah, meine Herren. Ja, langsam wird's nicht mehr witzig. So,
So, jetzt New Jersey. Was war das? Erst ins Knie, dann in der Schulter, dann ins Kinn. Ah, den Mordauftrag habe ich noch im Kopf. Manchmal hat man wirklich Pech. Also ich glaube, es gibt so einen kleinen Bug, wenn man den nur in den Kopf schießt, dass man dann die Bedingungen nicht erfüllt hat. Ich versuche einfach mal, das jetzt so weit wie möglich zu erfüllen. Also wirklich dem Kerl erst ins... Also Knie, Schulter ist eigentlich ganz einfach, aber dann ins Kinn. Ich ziele dann etwas immer mal weiter runter in den Kopf. Ich hoffe, dass das auch gleich zählt. Allein wegen dem Respektschub. Weil wir uns fehlen noch 3 Respektpunkte. Ich glaube auch nicht, dass wir die alle bekommen wegen den Pickups. Aber ganz ehrlich, ich habe nicht wirklich Lust, noch die ganzen Saves zu knacken. Das wäre ja... Ah, das wäre ja eine... das wäre ja Mammutarbeit. Und dafür bin ich nun mal nicht der 100% Runner. Also ich spiele nicht unbedingt immer auf 100%. Ich versuche sie so ausführlich zu spielen, wie es geht. Also so wie jetzt hier, wenn ich sie kenne, auf jeden Fall. Aber nicht wirklich. Nicht, wenn ich sie zum Beispiel nicht kenne. Wie mein nächstes Projekt nach Bully, was schon angefangen sein müsste, wenn ihr das hier seht. Lego Harry Potter. Da kenne ich gar nichts, da lasse ich mich auch überraschen, aber ich versuche halt aus dem Sehen her so viel wie möglich mitzunehmen. Gut, bei Bully habe ich jetzt hinterher nicht mehr die ganzen Nebensachen gesammelt, weil es irgendwie blöd war. Ich habe auch die letzten beiden Fächer nicht gemacht. Oder die letzten 3. Ich glaube, ich nies gleich. Nein, Nasereiben hat geholfen. So, dann nehmen wir die Knarre für. Die leichteste, die wir haben. So, dann gibt es ja endlich mal Geld, auch am Ende des Tages. Gut, dann kümmern wir uns erst hier um Zavarelli. So, wir töten erst einen ganzen Mitstreiter. Sauber. Bleibt noch Zavarelli. So, mein Freund. Erst ins Knie. Und dann... Kollege. Sauber, erfüllt. Tja. Dann, was können wir da noch mit R machen? Nicht vergessen. Sie haben nichts gesehen. Ich hab nichts gesehen! Weil ich dir das ja auch so glaube. Ich gehe auf Nummer sicher. Wenn schon, dann gründlich. So, wir können jetzt aber mal... Ich glaube, die Strakis sind auch wieder einigermaßen sauer auf uns. War niedrig, ja, das geht noch. Waren ja jetzt auch nicht wirklich viele. Und jetzt wieder nach Hell's Kitchen. Aber immerhin wird das hier so nett ausgeschildert. Also ab links weiter nach Hell's Kitchen. Die nächsten Aufgaben entgegennehmen. Scheiße. So. Jetzt müsste wieder das Schema kommen. Konziliere der Strakis und Sohn von Don Straki. Das ist bei den Mordaufträgen eigentlich immer, dass zum Schluss immer irgendein Sohn getötet wird und auf jeden Fall der Konziliere. Den Don haben wir eigentlich schon längst über... den haben wir uns ja schon längst geholt. Aber naja. Immerhin gibt es Geld dafür. Okay, nein, falsche Zeile im Text. Falsche Strophe in der Melodie. Ach, egal. Ja, das Fahren ist schon eine kleine Last. Also es ist ein bisschen ärgerlich. Aber naja. Mich würde ja echt interessieren, wie viele Leute sich das Projekt von denen so knapp... Ja, die Parts haben so im Durchschnitt 15 Aufrufe. Wie viele von diesen 15 Leuten, in Anführungsstrichen, sich diesen ganzen Nebenquatsch noch angeguckt haben. Bin ich echt mal drauf gespannt. Aber zum Glück ist mir das egal und ich zocke einfach so. Na? So. Meine Herren, stehen hier viele brennende Fässer rum.
Aber wir haben es anscheinend besser bewacht als die Vorbesitzer. Oh, falsche Richtung, komm. Schwachkopf! Ich bin kein Schwachkopf. Wenn würde es Schwachkopf heißen. So. Dann nach links. Und den nächsten Auftrag entgegen. Ich glaube, zwei sind jetzt bei ihm hier noch. Jemand muss die Polizei rufen. So. So. Hallo. Unsere Freunde schicken mich. Sie wollen ein Problem aus der Welt schaffen. Bist du dabei? Was muss ich tun? Jack Fontana ist der Consigliere der Stratzis. Die jüngsten Anschläge auf seine Familie lassen ihn verzweifeln. Schalte ihn aus, bevor er ein Problem wird. Seine Familie respektiert Fontana nicht. Er ist deshalb sehr gewalttätig. Sei vorsichtig. Jack Fontana ist der Consigliere der Stratzis. Er ist bekannt für seine Brutalität, seine schnelle Auffassungsgabe und extrem aufmerksame Leibwächter. Der Kerl riecht eine Waffe auf 10 Meilen. Lassen Sie Ihre Waffen also erstmal stecken. Erwürgen Sie ihn mit bloßen Händen. Oh, da gibt's auch richtig dicke Asche für. Wo ist der Kerl denn? Sauber. Wieder in New Jersey. Also wieder dieselbe Strecke. Und ich nehme wieder das Auto hiervon. Also wieder irgendeins, was an dem Straßenrand steht. Diesmal im komischen Grün. Oh, nein. Ach, immer das. Ich müsste eigentlich, am Ende muss ich diesen Weg eigentlich im Schlaf können. Ja doch, wieder das zwar. Jetzt, ich glaube, jetzt brauche ich hier nicht mehr drauf gucken, wenn ich nach New Jersey fahre. Also wenn ich aus der Kirche komme. Meine ich. So, dann einmal hier lang. Ah, nein. Komische Sache. Ah, nein, 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 nein. Weg, weg, weg. Die Karre ist im Arsch. Nein. Oh. Ich bin mal gespannt, ob ich in New Jersey heile ankomme. So. Ihn sollen wir also mit bloßen Händen erwürgen. Klar, und seine Leibwächter am besten mit Schrotflinte, mit Thompson. Das müsste aber eigentlich einfach gehen. Wir knallen einfach jeden Einzelnen ab und ihn packen wir uns und dann einfach erwürgen. Dürfte machbar sein. Dafür gibt es aber auch wieder richtig schön Kohle. Auch wenn die Respektsachen ganz schön lasch auf das unser Konto da oben gehen. Aber okay, wir sind ja jetzt relativ weit im Spiel. Ich schätze mal, ganz am Anfang hätte uns das richtig viele Punkte gebracht. Ist ja auch egal. Dann kommt hier gleich noch ein Auftrag bei ihm. Dann haben wir den auch weg. Och, meine Fresse. Meine Schnauze. Das ist doch nicht wahr. Vor allem hier ist kein Mensch auf der Strecke. Und gleich, ich passe wieder nicht, kurz nicht auf und bin wieder irgendwo reingefahren. Was sag ich? Ne, cool, das war jetzt mehr Absicht. So. Na, oh, ich dachte, ich käme da noch her. Lass mich hierher. Alter, ich dachte eigentlich, die Lastwagen werden jetzt alle schwarz. Verzeiht euch. Der Karre holt mir gleich sowieso wieder eine neue. Ich glaube, es ist ganz am Ende von. Jo. Viel Spaß. Ja, park du am besten noch neben dem brennenden Auto. War's nicht. Ne, das ist auch so ein beklopptes Auto. Ich will mir. Dieses hier ist noch mit. Hallo? Das hier ist noch mit eins meiner Lieblingsautos. Ich brauche Hilfe! Also, das ist mir doch noch am besten. Also, es gefällt mir noch mit am besten. Das ist diese ekelhaften. Ja, das Auto, was da links stand. Und sofort fahre ich wieder irgendwo rein. Ja! Oh Mann! Ah, komm. Das hat hier doch echt keinen Wert mehr. Ich gehe zu Fuß.